Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Episode von How to Create Clash Royale Clone. In der heutigen Episode werden wir uns ums Menü kümmern. Das bedeutet, wir werden mehr im Client arbeiten wie im Server und wir erstellen heute unser erstes Menü. Im letzten Video haben wir uns darum gekümmert, unseren Account zu erstellen. Also müssen wir uns heute darum kümmern, dass der Spieler seinen eigenen Username, sein eigenes Passwort und das alles eingeben kann. So, wir starten direkt. Wir öffnen unser Unity-Projekt und wir erstellen direkt ein neues Game-Objekt. Mit der rechten Maustaste in der Hierarchy unter UI erstellen wir ein Canvas. In diesem Canvas erstellen wir ein neues Game-Objekt. Dieses Game-Objekt nennen wir Menü-Controller. In diesem Menü-Controller erstellen wir ein weiteres Game-Objekt. Dieses nennen wir Loading. Wir erstellen noch ein Game-Objekt. Dieses nennen wir Register. Wir erstellen noch ein Game-Objekt. Dieses nennen wir Home und wir erstellen noch ein Game-Objekt. Dieses nennen wir Alert Message. So, unter unserem Menü-Controller erstellen wir ein neues Script. Dazu klicken wir auf Add Component. Wir geben ein Menü-Controller und erstellen ein neues Script. Dieses Script nennen wir Menü-Controller, Language C-Sharp, Create und Add. Mit einem Doppelklick auf Menü-Controller öffnen wir dieses Script. Ja. Und dann können wir direkt anfangen. So. Wir erstellen direkt ein Public Game Object. Register. Ein Public Game Object. Login. Oder besser gesagt Home. Ein Public Game Object. Alert Message und ein Public Game Object Loading. So. Des Weiteren erstellen wir ein Public Public Anim Menü. Wir geben ein, die Nummer 1, Loading equals 1, Komma. Wir brauchen ein Alert Message. Wir brauchen ein Register, das ist die Nummer 3. Und natürlich unser Home-Menü, das ist die Nummer 4. Über Public Enum Menü erstellen wir ein Public Menü und nennen dieses Unterstrich Menü. Damit unsere Menüliste auch in unserem Inspektor angezeigt wird, wie ihr gleich seht. So. Loading, Alert Message, Register und Home. So. Wir löschen unser Startobjekt und fügen ein Awake hinzu. In unserem Awake möchten wir natürlich, wenn das Spiel gestartet wird, dass unser Loading Screen angezeigt wird, direkt als allererstes. Das bedeutet, Menü equals Menü Punkt, Menü Punkt, nicht Alert Message, Punkt Loading. In unserem Update
in unserer Update-Funktion. Dort werden alle unsere Menüs geupdatet. Das bedeutet, if menu equals menu.loading, dann sollten alle anderen Menüs disabled sein, also nicht mehr aktiv. Was dann bedeutet, unser Loading-Objekt, loading.setActive ist true und die anderen, wie zum Beispiel register.setActive ist false, home.setActive ist false und unser alertMessage.setActive ist false. So. If unterstrich menu ist gleich menu.alertMessage, sind alle anderen Menüs aktiv, aber unser alertMessage wird natürlich angezeigt. Das bedeutet alertMessage.setActive ist gleich true. If unterstrich menu register ist gleich menu.register. Ist gleich register. Dann nehmen wir das alles wie hier oben. Kopieren es hier rein, setzen Loading auf False und wir setzen unser Register auf True. Dann brauchen wir noch ein If Menü ist gleich Menü Home. Wir kopieren wieder alles, fügen es hier ein, setzen Loading auf False und setzen diesmal Home auf True. So, das war's mit unserem Menü-Controller. Wir speichern das alles ab, gehen zurück in unser Unity. So, wir fügen Loading zu Loading, Register zu Register, Home zu Home und Alert Message zu Alert Message. Gut. Als nächstes gehen wir zurück in unser Client Handle Data Script. Wenn der Spieler die Willkommensnachricht bekommt, Login schließen wir mal, wir brauchen kein Login mehr. Der Spieler wird mit dem Server verbunden, bekommt die Willkommensnachricht. Dann ist unser Menü Menü Controller.menü das ist Quatsch. Ach ja, wir brauchen ein Public Menü Controller. Das nennen wir Menü Controller. Wir fügen hinzu unser Controller. Na? Menü Controller.menü ist gleich Menü Controller Menü.home. So, unser Ladebildschirm verschwindet am Anfang und sobald wir verbunden sind und unser Home-Menü wieder angezeigt. So, nun erstellen wir unser Home-Menü. Dazu gehen wir zurück zu Unity. Unter Home-Menü erstellen wir ein. Och, was erstellen wir denn?
einen, oder besser gesagt, ein Image, weißes Image. Wir füllen das Ganze aus. Machen das Bild schwarz, weil ich schwarz so gerne mag. Und wir fügen jetzt unseren Login hinzu. Wir fügen UI, Text. Wir brauchen, fangen wir erstmal mit dem ersten Text an. Die Farbe machen wir weiß. Zentral. Wir geben ein Username. Wir kopieren das. Setzen den weiter runter. Wir geben ein Passwort, Doppelpunkt. Und nun fügen wir zwei Input-Fields hinzu, damit der Spieler auch seine Login-Daten eingeben kann. Das erste Input-Field unter Username. Das zweite Input-Field unter Passwort. So, wir benennen Text 1 um in. Brauchen wir nicht. Wir benennen unser Input-Field um in TXT Username. Und unser zweites Input-Field unter TXT Passwort. So, wir erstellen einen Button unter UI Button. Fügen den ganz unten hinzu. Den Button-Text, da schreiben wir rein Login. Nennen den Button Button Login. Kopieren den Button Login. Und erstellen einen weiteren Button. Diesen Button nennen wir Button Register. So, den Register-Button fügen wir hier unten hin. Das Source-Image machen wir keins. Und den Text nennen wir Register. So. Normal Color machen wir schwarz. Text, Register machen wir weiß. Auch die Größe machen wir eventuell größer. Denn ich möchte, wie in den meisten Spielen, kein Account, Fragezeichen. Klicke hier, um einen zu erstellen. Punkt. So, wir machen das alles weiter nach oben, damit es ein bisschen schöner aussieht. Username, Passwort und unser Register machen wir nach ganz unten. Okay, nun müssen wir natürlich einen Loading Screen erstellen. Loading Screen erstellen wir ganz simpel. Wir deaktivieren dieses Game Object mal. Wir fügen ein Image hinzu. Machen es wieder schwarz. Später können wir dann natürlich einen interaktiven Loading Screen erstellen. Wir erstellen einen Text. Machen diesen weiß. Machen den ein wenig größer. Und wir schreiben rein, Spiel wird geladen. Punkt, Punkt, Punkt. Machen es mittig. So. Deaktivieren dieses Game-Objekt. Und wir erstellen ein Register. Nee, das Register lassen wir jetzt erstmal weg. Wir möchten uns erstmal einloggen. So. Im Menü-Controller. Da haben wir ja schon alles. Im Network fügen wir unseren Menü-Controller hinzu.
und speichern unsere Szene ab mit Steuerung S. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was machen wir überhaupt? Das Spiel startet, der Loading Screen öffnet sich. Dann kommen wir zu unserem Home-Button. Dieser Home-Button beinhaltet den Login und den Register. Jetzt müssen wir natürlich die Login-Funktion erstellen, aber das werden wir natürlich in unserem nächsten Video machen. So, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, denn dann geht's richtig zur Sache. Tschüss und auf Wiedersehen.